Ist jetzt mein Arzt tot? Tatsache. Die haben mir eine Ärztin getötet. Die Schweine! So. Jetzt lassen wir hier einen Zaun abreißen. Es funktioniert auch wirklich, es ist super, echt. Warum ist das 6? Wer hat das denn schon wieder gebaut? Das ist totaler Quatsch. Das muss 7 sein. Also so langsam zweifle ich ein bisschen an mir selbst. Ja, benötigt Eingang, bla bla, und da unten ist schon wieder Stress und... Da kommt ein Aktenschrank hin. Und ein Schreibtisch. Zack. Und einen Stuhl brauchen wir natürlich auch noch. So. Und was brauchen wir noch? Richtig, wir brauchen noch Strom. Ja, da kommt er nicht mehr durch, wa? Und dann kommt hier ein Besuchungszentrum hin. Das muss ich nochmal ausradieren da, ausgründen. Ach nee, ach scheiße, hätte ich doch nicht gemusst. Nein. Dann bauen wir es halt wieder auf. Ja, es funktioniert hier wirklich nichts. Gefängnistür. Da kommt eine Gefängnistür rein. Den Gemeinschaftsraum können sie selber aufmachen. Nee, Moment, wir machen das andersrum. Wir machen das andersrum, das muss genau umgekehrt. Demontieren, demontieren. Versorgung. Habe ich schon Strom hier reingelegt? Nein, habe ich natürlich nicht. So, Einrichtung. Das da unten mit der Besucherraum, da kommt dann nämlich eine Gefängnistür rein. Wenn sie das denn abgebaut haben. Und da oben kommt eine normale Tür rein. Ich hoffe mal, dass es alles groß genug ist für das, was ich da reinbauen möchte. Aber auch das werden wir gleich sehen. Besuchungsdings, dann beruhigen sie sich vielleicht alle mal wieder. Und einen Gruppenraum. Da müssen Besuchertische rein, das ist klar. Wo haben wir die denn? Wo haben wir die denn? Besuchertische. Die sind nämlich ziemlich groß. Da können nur 2 rein. Tut mir leid. Und was sollten wir jetzt alles bauen? Geh weg. 3 Besuchertische. Und es wird sich schon wieder geschlagen hier. Ohne Ende. Ich komme ganz durcheinander bei dem ganzen Stress hier. Guck mal. Ach nee, das passt wahrscheinlich nicht, aber so passt es. Dann haben wir doch 4. Das ist doch wunderbar. Und was kommt in den Gruppenraum? Billardtisch. 2 Fernseher und 5 Telefonzellen. Alter. Ob das da alles reingeht? Nee, ganz bestimmt nicht. Ja, um den Billardtisch muss man ja schon mal rumlaufen können. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel auch so ist, aber eigentlich wäre alles andere totaler Quatsch. 4 Telefonzellen und hier oben kommt noch eine hin und da kommt auch noch eine hin. Und 2 Fernseher sollen da auch noch rein. Wie soll das funktionieren? Ach, weißt du was, das klappt so alles nicht. Ich lasse das Stück hier nochmal wegmachen. Und schon wieder Stress.
Gut, dass ich Ärzte habe. Wir erweitern das Gebäude noch ein bisschen. Oh, er hat gerade Drogen gestellt. Der Schuft. Oh, und hier ist eine Familie, die muss jetzt durch die Schlägerei durch. Da liegt ein Knüppel, der hat sich gerade einen Knüppel geschnappt. Den können wir mal durchsuchen. Gefangenen durchsuchen. Der hat nämlich einen Knüppel. Und? Findest du was? Ich weiß, dass er was hat. So. Dann sollten wir doch alles reinbekommen. Können wir das doch wieder wegmachen. Und das auch. Hier wurde irgendwo ein Hammer gefunden. Das ist ja wohl der absolute Hammer. Abreißen. Das muss weg. Und ihr habt das richtig gesehen. Hier oben fehlt nämlich nochmal ein Metalldetektor. Weil, aus Gründen. Sonst können sie nämlich da einfach den Weg laufen und werden nicht mehr durchsucht. Das wollen wir nicht. Da fehlt Strom. Warum fehlt da denn Strom? Aber von mir aus, dann ziehe ich da halt auch nochmal Kabel. So, und jetzt muss in den Raum noch was rein. Ach, guck mal, die Telefone muss man nur, die muss man nur für eine bestimmte Zeit da drin haben. Das ist ja interessant. Zwei Fernseher und dann kriegen sie hier noch schönes... Ah, ein Sessel. Das ist kein Sofa hier übrigens. Für denjenigen, der es übersetzt. Schön, die Leute telefonieren lassen, während die anderen da Fernsehen gucken. Genau so muss das sein. So, und ich hoffe mal, die schlechte Laune legt sich jetzt mal ein bisschen. Jetzt habe ich auch wieder Kohle gekriegt, weil ich das hier fertig gemacht habe. Hier können vier Familien auf jeden Fall besuchen morgen. Das ist doch gut. Kriegen wir alle gleichzeitig unter. Perfekt. In der Küche ist auch schon wieder Hochbetrieb. Habe ich noch alle Köche? Nicht, dass mir irgendwer einen Koch umgebracht hat. Wir stellen da noch einen zusätzlich ein. Damit auf jeden Fall alles fertig wird. Komm, machen wir noch einen. Wir wollen nicht geizig sein jetzt hier. Und da kommen die Besucher. Die laufen einmal durch die Kantine und stehen dann nicht vor. Ja, du darfst auch rein. Essen und Freizeit. Ja, und die lässt keiner aus ihren Zellen raus. Warum nicht? Frage ich mich da. Und warum ist das noch nicht erforscht? Wie lange dauert das denn? In progress. Ah, das dauert so lange, weil ich das Büro hier noch nicht zugewiesen habe. Und deswegen wurde noch nichts gemacht. Verdammter Mist. Jetzt ist es im Büro. Und er rastet hier völlig aus. Hui. Na, er kann jetzt mich hier alles machen. Jetzt geht das hier nämlich auch nach vorne. So wollte ich das doch. Die sind alle noch in Isolierung, deswegen sitzen die in der Zelle. Ich verstehe. Daran sitzen sie nun auch selbst schuld. Ne? Und dann könnten wir mal in Angriff. Wir haben ja noch ein bisschen Geld auch. So, wie groß ist das hier? Nicht, dass ich wieder irgendwas falsch mache. 11 Meter. 11 Meter tief. 44 Meter breit. Mein lieber Mann. 19, 11. Und dann brauchen wir hier auch Zaun. Den können wir schon mal da runterziehen.
Genauso wie die Versorgung. Ach so, apropos Versorgung. Dann lasse ich den Zaun dann nämlich noch nicht hinbauen. Sondern lasse mir hier nochmal ein kleines Häuschen hinbauen. Warum? Werdet ihr noch erfahren. Ich habe schon einen kleinen Hinweis gegeben. Für die Leute, die es nicht abwarten können. So. Machen wir das ganze Areal doch gleich vernünftig groß. Kann ja nichts mehr schief gehen. Und dann könnt ihr das hier auch wegnehmen. Und das hier auch. Haben wir so ein bisschen mehr Platz zum Spielen. Benötigt Eingang. So, und jetzt steigt die Spannung ins Unermessliche. Hier kommt eine Personaltür rein. Scheiße, das sind nicht... Das sind 8. Warum sind das 8 Meter? Oh, ich Idiot. Planieren 7 Meter. Ich hoffe, das planiert gleich jemand. Ansonsten werde ich böse. Böse werde ich dann. Einrichtung, hier kommt eine große Gefängnistür hin. Hallo? Oh Mann, natürlich, dann baut hier von mir aus jetzt so eine dumme Tür hin, dann ist doch alles gut. Die stellen wir mal auf offen. Ich möchte das nämlich nur so groß haben, bitte. Und das hier reißt ihr verdammt nochmal ab. Los jetzt! Mach dir das jetzt weg. Ja, warum bauen sie da jetzt Zaun hin? Was ist denn das da für ein Stückchen? Muss ich da jetzt erst Zaun drüber bauen, damit sie das dann wieder wegmachen? Oder? Dann von mir aus auch so. Ja, ihr müsst jetzt wieder ausmachen, richtig. Versorgung. Und zwar habe ich diesen Raum gebaut, um einen neuen Generator ins Spiel zu bringen. Und ein neues Pumpwerk. Weil ich habe letztes Mal öfter mal den Fehler gemacht. Und irgendwann ist mir das dann alles um die Ohren geflogen, weil ich nicht mehr genug Saft hatte. Und dem Ganzen gehen wir jetzt einfach aus dem Weg. Automatisches Speichern. Zack, da haben wir Strom. Versorgung. Und jetzt gehen wir nämlich mit dem Strom einmal durch das Gebäude hier durch. Und der braucht noch Strom. Und hier lege ich auch noch eine Hauptleitung rein. So, sehr schön. Lal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 a. Da können wir anfangen eigentlich, hier eine Zelle reinzubauen. Also nicht nur eine, sondern sehr viele. Damit wir einfach auch, wir haben 32 Gefangene und können nur 19 unterbringen. Das reicht nun bei weitem nicht aus. Und ich glaube zumindest, dass ich so auch
Zumindest ein paar von den Krawallen auflösen lassen. Und ich mache das hier gerade übrigens alles manuell, weil ich das Klonen noch nicht freigeschaltet habe. Sonst hätte ich mir nämlich einfach den Zellenblock da oben nehmen können und klonen können. Was echt ein super Tool ist, aber das muss man erst freischalten. Und das habe ich bis jetzt noch nicht. Naja, kriegen wir schon alles hin. Ganz bestimmt. Jetzt habe ich hier aber wieder irgendwas anders gemacht. Ach ja. Alles so und so.